Meister Gerhard hatte bloß einen Zeichenstift und seine Erfahrung und ein Konzept. Er ging wie alle Baumeister des Mittelalters von einer Wippe aus, deren Mittelpunkt die Erdoberfläche ist. Das heißt, der Dom musste über der Erde genauso viel wiegen wie darunter. Und das tut er auch. 120.000 Tonnen aufragendes Mauerwerk, 120.000 Tonnen Fundament. So ungefähr zumindest. Und nicht nur diese Technik hatte sich Gerhard in der französischen Gotik abgeguckt. Aber sein Personal ließ zu wünschen übrig. Die meisten seiner Leute hatten kaum Erfahrung mit der gotischen Bauweise. Und selbst in einer Metropole wie Köln waren ausreichend ausgebildete Maurer, Steinmetze und Zimmerleute für so ein gewagtes Unternehmen nicht aufzutreiben. Meister Gerhard, seht euch das mal an! Ja. Ihr wart doch auf den Baustellen der Franzosen. Da würden die Baumeister bestimmt ganz gewaltig anfangen zu toben. So wie wir hier diese Mauern hochziehen. Oder seid ihr etwa anderer Meinung? Die Mauern sind doch gerade. Was willst du? Ich werde nachmessen. Dann wissen wir mehr. Wartet. Wie hat der Mann das hingekriegt, dass das aufragende Mauerwerk wirklich gerade wurde? Wissenschaftlern ist das bis heute ein Rätsel. So. Bin gespannt. Die Bauleute nutzten ein Senkblei als Lot. Aus über 40 Meter Höhe mussten sie damit beurteilen, ob der Winkel 90 Grad und damit die Mauer gerade ist. Ihr habt recht, Meister Gerhard. Es ist wie immer alles im Lot. Hey, ihr da unten, rührt den Mörtel nicht so fest an. Johann, kümmere dich darum. Ja, mach ich.